Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute gibt es mal zu dem Thema Nextcloud wieder etwas. Und zwar wollen wir heute einen Nextcloud-Kalender mit Thunderbird synchronisieren. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, bitte abonniert doch meinen Channel. Irgendwo links rum um dieses Video gibt es einen Knopf. Mal draufdrücken, abonnieren, ist kein Stress. Um euch das vorführen zu können, habe ich eine Nextcloud 16 mir installiert und dazu ein Thunderbird 60.7. Grundsätzlich funktioniert das in den älteren Versionen von Nextcloud, auch mit OwnCloud und auch mit den älteren Versionen von Thunderbird genauso. Hin und wieder gibt es da aber dieses oder jenes Problem. Ich werde ganz am Ende des Videos werde ich nochmal darauf eingehen, was es eventuell sein kann und wie man dort eine Lösung herbeiführen kann. So, schauen wir uns das Ganze jetzt erstmal so an, wie es funktionieren sollte. Also das heißt ohne Probleme. Dazu habe ich mir in meiner Nextcloud hier mal so ein paar Kalender vorbereitet. Das heißt, kennen wir von dem vorhergehenden Video, wo ich mit Outlook das gezeigt habe. Meinen privaten Kalender, meinen Arbeitskalender und ich habe hier noch einen weiteren Kalender. Das ist im Prinzip von einer Freigabe eines anderen Users. Also das heißt, auf der Nextcloud gibt es noch einen User CS und der hat dem User Test hier einen Kalender freigegeben. Um jetzt einen Nextcloud Kalender, das gleiche gilt für einen OwnCloud Kalender und auch in den älteren Versionen von Nextcloud ist das ähnlich, gehen wir hier hinten in der Kalenderübersicht bei den jeweiligen Kalender auf die drei Punkte, auf Link, dann wird der komplette Link des Kalenders angezeigt. Wir markieren den ganzen Link, kopieren den und wechseln in Thunderbird. Und dann klicken wir hier unterhalb von Kalender in die freie Fläche. Also das heißt nicht hier auf Kalender, sondern direkt hier in die freie Fläche. Neuer Kalender. Der Kalender ist im Netzwerk. Dann wählen wir hier CallDAV aus und fügen hier den Link ein. Die Offline-Unterstützung würde ich auch mit anklicken. Das ist gerade, wenn man zum Beispiel mit einem Notebook unterwegs ist und nicht unbedingt immer eine Internetverbindung hat, damit man natürlich auch die Kalenderdaten sieht, wenn man nicht gerade eine Verbindung hat. Weiter, dann geben wir einen Namen. Das heißt, wir geben jetzt mal NC privat, damit man das von dem lokalen Kalender trennen kann. Es gibt einen Thunderbird-Kalender, der auch schon privat heißt hier. Und wir geben natürlich eine Farbe. Ich hatte das Grün in Nextcloud, damit man die Kalender voneinander unterscheiden kann. Weiter. Der Kalender wurde erstellt und jetzt fragt er natürlich nach den Zugangsdaten. So, in dem Fall ist es der User Test. Und jetzt können wir noch bestimmen, ob das Passwort gespeichert wird. Ich mache das immer, weil mich würde das nerven, jedes Mal, wenn ich den Kalender hier an der Seite anklicke, dass der nach dem Username und dem Passwort fragt. Deshalb klicke ich das jetzt mal an. Okay. Und fertigstellen. So. Das gleiche machen wir jetzt bei den anderen beiden Kalendern. Das heißt, jetzt gehen wir bei Arbeit auf den Link, kopieren. Hier hatten wir das Braun. Neuer Kalender, im Netzwerk, weiter, CallDAV, den Link, weiter, so, dann hatten wir gesagt Braun, okay, und geben den Namen NC Arbeit. Fertigstellen. So, jetzt hat er schon nicht mehr nach dem Passwort gefragt, weil es im Prinzip derselbe Host ist und der mitbekommen hat, dass er den Kalender ohne, also mit dem bekannten Username und Passwort abgreifen kann. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal für den freigegebenen Kalender. Ich will es nur zeigen, dass es auch funktioniert. Es ist genau identisch. Und wir fügen den hier ein im Netzwerk, weiter, CallDAV, einfügen und sagen hier NC-Freigabe. Test
Und wir geben hier lila, machen wir mal weiter, fertig. Und genauso hier hat er nicht gefragt nach dem Passwort. So, jetzt würde ich einfach mal empfehlen, wir geben hier mal einen neuen Termin. Machen jetzt mal das ganz einfach. Dann geben wir hier mal einen neuen Termin. 2. Und dann machen wir das nochmal in dem dritten Kalender. 3. Und dann müsste es kurz eine Aktualisierung machen. So, da haben wir unsere 3 Termine. So, jetzt machen wir nochmal einen Test andersrum. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal in diese verschiedenen Kalender in der Nextcloud einen Termin an. Das heißt, wir machen das hier einfach mal hier unten. Test 1, das ist jetzt in dem Kalender privat. So, hier machen wir Test 2 und das machen wir in den Kalender Arbeit. Und wir machen hier Test 3 in den freigegebenen Kalender. So. Jetzt ist das auch natürlich mit dem Synchronisationsintervall. Man kann hier einfach mal draufdrücken und wir sehen, alle 3 Termine sind synchronisiert. So, wie schon gesagt, es gibt hin und wieder auch mal ein Problem. Und zwar, das erste Problem ist, wenn man in der Nextcloud das Passwort geändert hat. Theoretisch fragt Thunderbird nach dem neuen Passwort, wenn er sich mit dem vorhergehenden Username und Passwort, was er sich gespeichert hat, nicht anmelden kann. Dann gehen wir hier auf diese 3 Striche. Also wenn, falls das jetzt nicht passiert und der aber auch keine Verbindung zu dem Kalender bekommt, gehen wir hier auf die 3 Striche, gehen in Einstellungen und gehen hier auf den Reiter Sicherheit. Das heißt, standardmäßig ist es hier. Wir gehen hier auf den Reiter Sicherheit und auf gespeicherte Passwörter. Und da sehen wir hier schon, jetzt bei mir ist nur der eine Eintrag, das kann bei Ihnen wesentlich mehr sein. Man könnte jetzt sagen, lösche alles, dann müsste man natürlich überall wieder seine Username und Passwort eingeben. Wir suchen uns in dem Fall dann nur hier den einzelnen Punkt aus, für den es zutrifft und entfernen den. So, das heißt, beim nächsten Anmelden müsste sich das Nextcloud oder der Thunderbird wieder nach dem Username und dem Passwort der Nextcloud fragen. Ich würde sagen, machen wir einfach mal. Also auf Einstellungen, Sicherheit, gespeicherte Passwörter und schmeißen das einfach mal raus. Okay. Und am besten wir schließen den Thunderbird mal. Thunderbird. Und da haben wir schon die Frage. Das heißt, geben wir jetzt wieder unser Username ein. Und wir wollen das natürlich wieder speichern. So, jetzt hat er es natürlich nicht mit dem Kalender-Tab geöffnet, weil er keine Verbindung hatte. Klicken wir einfach an und da haben wir alles wieder. In Kombination mit älteren Nextcloud und Thunderbird-Versionen gibt es auch sonst noch ab und zu mal das Problem, dass es nicht synchronisiert werden kann. Ich empfehle natürlich immer, die aktuellste Version einzusetzen, aber das liegt ja doch ein bisschen an dem, der die Nextcloud verwaltet oder beziehungsweise wer zuständig ist auf ihren Rechner, um Thunderbird zu aktualisieren. Es gibt dann noch den Punkt in den Einstellungen, erweitert. Und dann haben wir hier unten den Punkt Konfiguration bearbeiten. So, da kommt hier schon so eine Warnmeldung, dass das ein bisschen tricky ist. Deshalb sollte man das wirklich als allerletztes machen. So, ich bin mir der Gefahren bewusst. Und da gibt es hier einen Eintrag, der heißt Network.cookie. Und zwar ist das dieser Punkt. Network Cookie Same Site Enabled. So, bei den älteren Versionen kann das manchmal sein, dass dieser Punkt auf False stehen muss, damit das funktioniert. Also bei der Nextcloud 15
Und bei der Nextcloud 16 hatte ich dieses Problem nicht. Bei der Nextcloud 13 und 14, falls die irgendwo noch im Einsatz sein sollte und mit bisschen älteren Thunderbird-Versionen, das heißt in Kombination mit Thunderbird 60.0.1.2, keine Ahnung, trat dieses Problem hin und wieder auf. Dann einfach mit einem Doppelklick diesen Punkt auf False setzen und dann müsste es funktionieren. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil das Problem habe ich nicht. Bei mir funktioniert es mit True und auch ohne irgendwelche Manipulationen. Ich wollte es nur nochmal darauf hinweisen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Bitte abonniert meinen Channel, wenn euch das Video gefallen hat. Irgendwo ist da ein Knopf, hatte ich ja schon erwähnt, oder halt hier in der Mitte. Und ich wünsche euch dann einen guten Start in die neue Woche. Dann bis zum nächsten Video. Euer Christoph. Tschüss.